Herzlich willkommen hier in WooWoo's World und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von The Walking Zombies 2. Wir sollen als nächstes die Fifth Avenue, die Hauptquest erledigen, die Säuberung des Hauptweges für den Bürgermeister und davor machen wir natürlich die lustige Alien-Nebenquest mit Skilly und Malda. Das geht auch gleich los, aber als allererstes möchte ich, weil ich bei der Schrotflinte aktuell gar keine Munition mehr habe, die Waffe einmal einfach auswechseln. Dann nehmen wir hier Ausrüstung, Schrotflinte raus. Dafür habe ich nämlich aktuell nichts. Genau. Beim Sturmgewehr ist wenigstens 120 Schuss da. 171 Schuss bei der Pistole. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme die und setze aber die MP. Achso, das ist die gleiche Munition. Ja, cool. Dann machen wir das so. Dann nehme ich jetzt mal das Sturmgewehr und die MP mit. Lasst aber die Pistole dabei. Und gebe einfach mal die Schrotflinte in den Koffer. So. Da haben wir das. Was hatte ich jetzt hier noch? Beim letzten Mal habe ich eine Karte gefunden. Die wollen wir natürlich benutzen. Schatzkarte von Springfield. Der Schatz führt dich an einen Ort, wo Vorräte vergraben sind, die du zum Überleben brauchst. Ja, sehr nice. Cool. Gut. Das heißt, es gibt drei Quests. Der Funkturm und die Fifth Avenue. Wir fangen dann aber natürlich beim Funkturm an. Mach als erstes die Schatzkarte und danach geht's dann in die erste Nebenquest von heute rein. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also diese Alien-Geschichte, die hier nebenbei läuft, die finde ich super. Ganz stark. Bin gespannt, wo sich das dann noch hin entwickelt. Hab selber auch sehr viel Akte X geguckt früher. Und deshalb, also es ist sehr, sehr witzig, dass das so, ja, so drin ist im Spiel. Alles klar. Okay. Jawohl. Das ist die MP, krass. Ja, dann brauche ich auch hier die Pistole nicht mehr. Die ist ja. Tschüss, Jungs. Tschüss. Knallst natürlich schneller Muni mit durch. Ah, mal gucken. So. Eisenschrott gab's nochmal. Wurde nochmal hinterhergeworfen. Ja. Freunde. Ich hab doch was für euch. Ey. Ja, wechseln wir mal auf Sturmgewehr, knallen damit mal ein bisschen durch. Oh. So, schnell weg da aber. Ja, wir kümmern uns erstmal noch hier um den Kollegen. So, jetzt muss aber der muss weg hier. Zombie-Kotz-Profi, ja. Er hat lange trainiert dafür. Oh. So, jetzt nehmen wir nochmal die Uzi hier. Boah, geil. Jawoll. Ja, ich brauche eine Schaufel. Ich weiß, ich habe welche in der Truhe, aber ich kann jetzt auch einfach hier die Schaufel nehmen, die hier jetzt vor Ort ist. Und dann buddeln wir uns mal wieder hier rein ins Vergnügen. Hoffentlich, also es lohnt sich eigentlich immer. Auch ganz, ganz angenehm, einmal so eine kleine Buddel-Session zu machen. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Na gut, hier bin ich schon an der Grenze. Da brauche ich nicht weitermachen. Hallo.
Aber bis jetzt habe ich das immer, also immer sehr, sehr lange gebraucht, bis ich die Truhe dann gefunden habe hier in den abgegrenzten Gebieten. So, ich drücke mir hier gerade richtig einen ab auf den Controller. Das ist auch echt nicht klein, das Gebiet. So, jetzt hier wieder lang. Und komm, hau irgendwo mal diese, wenigstens ein Stück von der Truhe raus, damit ich weiß, dass ich so wirklich langsam richtig bin. Schatzjäger bin ich wohl nicht. Wie kommt die denn dahin? Okay, kein Problem. Da war ich kurz blind. Aber es gibt richtig schön Silberlinge, gibt Verbandszeug, es gibt Munition. Sehr, sehr schön. Das hat sich richtig gelohnt. So. Du, 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 du. Jetzt kommen Aliens. Und Zombies. Oh, dann. Na dann. Ausrüsten. Dafür Dankeschön. Säubere das Gebiet. Also ich habe ja auch vom Bürgermeister Granaten bekommen. Die möchte ich jetzt aber hier nicht einsetzen. Die werde ich bestimmt bei der nächsten Hauptmission gut gebrauchen können. Oh, die Waffe ist echt stark. Die ist wirklich... Da steckt Wumms hinter. Diese hohlen Viecher hier. So... Oh, da ist die Munition ja schon alle. So. Drei Stück sollen es noch sein. Finde Mulder. Da oben ist er. Agent Mulder. Geh aufs Dach. Jawohl, wir gehen aufs Dach. Strahlung. Ach so, er gibt einfach krasse Strahlung von sich ab. Gut, da muss man einfach ein Stück wegbleiben. Wie hat Mulder das denn geschafft, aufs Dach zu kommen, ohne verstrahlt zu werden? Und könnte er mir nicht vielleicht ein bisschen Rückendeckung, wollte ich gerade sagen, vom Dach geben? Ja, dafür sind ein Team. Jawohl, da gab noch Munition. War da noch einer drin? Ja, aber hier ganz normal. Zack. Ist hier irgendwas, was ich mitnehmen kann, was ich gebrauchen kann? Ne, hier ist ein Next. Oh, oh. Ne. Nur ein Zombie. Kein Problem. Der ist da oben. Verwendung. Und wir sind auf dem Dach. Sprechen wir mal mit Mulder. Hallo. Ich habe die Quelle ihres Kraftfeldes gefunden. Wir müssen es mit elektrischer Energie überschreiben. Okay, was soll ich tun? Geh nach unten und verbinde das Kabel mit dem Transformator, mit der Transformatorstation. In der Zwischenzeit bereite ich eine Verbindung zur Quelle des Kraftfeldes vor. Alter. Geht los. So. Okay, aktuell noch zombie-lastig in dem Abschnitt hier. Bin gespannt, was da gleich noch kommt. Kabel. Sag mal, Jungs, wo kommt ihr denn her? Herr Officer, ich habe alles gesehen. Der hinter Ihnen war's. Der hier. B.A. Baracus sieht er aus. Also jetzt nicht mehr, aber... Okay. So wird das verbunden, ja. Dann. Sind wir auf einmal vor einem Gebäude von Außerirdischen. Also, müssen wir mal gucken hier. Was ist denn hier? Okay, die bewahren Teile auf. Auch Menschen, Zombies. Alles Mögliche, ja.
Zerstöre das Ziel. Dürfte mich eigentlich... Ey, du, wie kannst du denn... Wie kannst du da durchschießen, hallo? Ganz schön frech. Okay. Wir hätten ein knappes Höschen hier, ich sag's euch. Wir geben jetzt aber nicht auf. Oh. Finde Scully. Nein. Wo war Scully? Hier war doch vorhin Scully. Erstmal muss ich mich verbitten, sonst wird's hier eine knappe Geschichte. Den noch, ja. Wir nehmen Scully mit. Und die Mission ist abgeschlossen. Okay. Gut. Schade. Kommt bestimmt noch mehr. Das wird ja nicht das Ende sein, der Alien-Mission. Ah ja, ich hoffe da auf noch mehr Eidechsen-Aliens. Das finde ich ganz cool. So, und jetzt geht's weiter. Mit der Hauptmission. Moin. Ja, ihr knallt hier weg. Auch keine... Warte mal. Ich müsste einmal hier kurz... Da habe ich auch keine Munition. Das läuft bei mir. Ich muss zum Glück das Ding hier benutzen. Das ist ganz gut. Aber ich muss unbedingt... Gut, jetzt kommt ja Munition wieder rein so ein bisschen. Aber ich brauche unbedingt Munition. So, das weg. Okay, von da hinten kommen welche. Ja. Da ist noch einer. Und da hinten. Den habe ich noch im Augenblick gesehen. Jawohl. Ist einmal nur so eine Stadtreinigungstour oder was das hier. Die Putzkolonne ist da. Kriegt ihr den letzten alleine weg? Ja, ne? Ja, das schafft ihr kaum. Ein Zombie, der hat eigentlich... Ja, genau, kriegen sie gut. Oh. Ui. Da kann ich aber schlecht einsehen, Jungs. Ich knall da einfach mal rein, ne? So. Hier ist noch auf jeden Fall so ein Loch, wo sie rausgekrabbelt kommen können. Kommen meine Leute eigentlich nach? Ja, die kommen hinterher. So. Eine Blendgranate bekommen. Cool. Habe ich, glaube ich, jetzt schon 11 Stück von. 2 Zombies noch. Die müssen ja eigentlich hier vorne sein. So. Weil die sind immer so... Liegen immer so dazwischen, die paar, die hier so auf der Straße rumlaufen. Wieder 7 Stück, ja. Alter. So, wo noch? Ein noch. Setzen. Kommen hier ran. Jungs, könnt ihr... Oh, hier nicht. Hier ist sie. Oh. So, hier die Schranke ist unten. Geschafft. Okay. Der Hauptweg ist gesäubert. Cool. Jawohl. Ja, es hatte so ein bisschen was von so einer Nebenmission, die ich bei Ace machen konnte bis jetzt. Hier auch in der Stadt in dem Abschnitt. Ist ganz nett, immer so zwischendurch mal so ein bisschen mit dem Auto rumcruisen oder auf irgendeiner Haubitze oder sowas sitzen und ein paar Zombies wegballern. So, jetzt gehen wir natürlich erstmal hier wieder mit dem Mann mit der Zigarette hin.
Wie schaut's aus? Die Quest ist abgeschlossen. Tolle Arbeit, Agent. Special Agent Skilly hat einen Weg gefunden, wie man mit den Außerirdischen kommunizieren kann. Geh und finde ihre Absichten heraus. Klar. Klar, dafür bin ich ja auch zuständig, nicht ihr. So. Weg mit dem ganzen Schrott. Das gibt auch wieder gut Kohle. Und Jeff hat noch, das habe ich jetzt nicht gesehen, Jeff hat noch eine Aufgabe für mich. Jeff, die Aufgabe, kauf mein Auto. Ja, aber... Ist... Warte mal. Warte mal. Wir haben die Kohle gerade. Aber ich habe ja auch wenig Money. Also mal gucken, was jetzt hier der Bürgermeister mir sagt. Wie schaut's aus? Dafür gibt's nämlich... Erfahrungspunkte. Toll, jetzt sind unsere Überlebenschancen enorm gestiegen. Was denn noch? Wir müssen die Barrikaden reparieren. Meine Männer haben bereits damit begonnen, aber im Moment brauche ich sie an anderer Stelle. Okay. Hast du zufällig etwas... Hast du zufällig etwas Munition für mich? Ja. Ja, nehmen wir, danke. Also ich kann jedes Mal, bei jeder Quest anscheinend, durch meine hohe Sprachkenntnis, Redegewandtheit... immer ein bisschen Munition hier aus dem guten Bürgermeister rausholen. Sehr schön. Und dann kümmere ich mich natürlich selbstverständlich um die Barrikade. Jetzt habe ich aber nicht mehr Geld bekommen. Ich kriege jetzt hier noch ein bisschen Fertigkeitspunkte. Okay, was habe ich denn? 60. Wofür ist denn... Okay, für die Pistole. Ja gut, dann müssen wir das so machen. Oh, wie immer, ne? Björn drückt immer falsch. So, dann nehmen wir nämlich die Pistole. Und ich rüste das aus. Oder was? Nee. Wählt er die vielleicht danach? Kann jetzt nicht sein, weil also dafür habe ich richtig viel. Schaden einer, Munition 5,65. Obwohl, das andere ist eine 9mm, ne? Aber auch für die 5,5, also 5,56 Munition und die 7, und dafür habe ich ja... Habe ich da denn für keine Waffen? Was brauchst du? Ja, okay, aber das ist auch nicht viel Munition, ne? Das Sturmgewehr braucht die 7,62. Wenn ich jetzt... Die anderen beiden werden dann die 9mm. Meter Geschosse nehmen. Wer hat denn die 5,65? Dafür habe ich richtig viel. Hallo Händler. Der nimmt Schrot. Das ist auch schade. Wir tun es einfach. Wir tun es trotzdem einfach. Danke. Hier, 4000. Kauft ihr irgendwas Schönes davon. Ich habe jetzt irgendwo habe ich was total Tolles jetzt. Weiß auch nicht, wo. Fahrzeuge. Verfügbar. Aktuell benutze ich ja das Motorrad, um voranzukommen. Da sind wir bei 20 km/h. Ist ein wirklich langsames Motorrad. Tarnmodus 8%. Mit dem neuen Auto, was jetzt natürlich nicht günstig war, sind wir immerhin beim Doppelten. Also nehmen wir natürlich das Auto, um schneller voranzukommen. So, und dann gehen wir wieder mal in die Vorteile. In die Vorteile. Und da hatten wir ja schon beim letzten Video gesagt, was wollen wir verbessern? Nicht aktiv. Oh, war ich zu weit vorne? Tiersprache, nein. Zufällige Begegnung, nein. Schnelle Hände, begabt. Nichts ist wie immer top. Sehr hoch bei mir im Kurs. Heilen durch Schmerz bringt mir auch nichts. Bücherwurm, größerer Rucksack. Das war das, was noch drin sein sollte. Und das andere ist gar nicht freigeschaltet. Was hatte ich da beim letzten Mal? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Gut, dann nehmen wir den größeren Rucksack und freuen uns, dass da mehr reingeht. Und ich habe 6 Punkte und diese 6 Punkte werden wir in 3 und 3 aufteilen. Schusswaffen und Laserwaffen gehen auf 35 und 25 hoch. So, dann gehen wir einmal hier. Was kommt als nächstes? Okay, da kommt irgendwann ein Boss. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab, Boss. So. Dann geht's weiter. Da machen wir noch eine. Wir lieben die außerirdischen Nebenquests. Die machen wir jetzt. Agent Skilly hat was herausgefunden. Da gehen wir hin. Da wollen wir mal kommunizieren. Säubere das Gebiet. Okay, ich soll es wirklich säubern, ne? So, ich habe die. Die kann ich ausrüsten. Da rein. Jetzt ist die Frage. Was? Ich teste mal kurz. Gut, das ist wirklich nur eine Flashbang. Wie ich das vermutet hatte. Hey. Snoop Doggy Dog. Ach, der ist geil. Die Waffe ist wirklich geil, ne? Die haut Mumpeln durch. Das geht so schnell. So, hier. Kann ich auch grätschen, wie, also reinspringen wie bei COD oder so? Oh, noch so ein Spucker. Also hier sind richtig viele Zombies gerade. Gut, 46er Gesundheit habe ich noch. Wow, jetzt ist aber hier langsam kritisch. Jetzt habe ich nur noch 30 Schuss, ne? Und hier habe ich auch fast gar keinen. Gott! Oh Gott, oh Gott! Keine Munition mehr? Keine Munition mehr. Klar! Ja, ist mir egal. Wir müssen ja was tun. Wir müssen ja was tun. Wir müssen uns erstmal heilen. Oh Gott. Ja, Hauptsache ich kaufe ein Auto. Alter. So, 8 Stück noch. So, jetzt muss ich hier mal anders vorgehen. Kommt ihr? Gibt's hier irgendwas? Ein Schraubendreher? Hier ein Akkuschrauber. Nein. Nein. Das ist auch so ein blödes Viech, Alter. Die kosten so viel Munition. Gut. Das war aber schon mal gut. So, den haben wir auch weg. Jetzt gucken wir uns einmal die Tankstelle an. Hallo? Nö. Ein Ben & Jerry's? Auch nicht. Schade. Hallo, ihr vier. Ist hier irgendwas? Ja, ja, komm. Oh, ja. Hier einmal hin. Hier. Ja. Nein, das Ding ist leer. Das ist nicht gut. Jetzt sind es noch 30 Schuss. Jetzt sitzt noch 5 Schuss für 2 Zombies. Nee. Oh, 24 Schuss noch. Gut. So. Nimm die Leiter. Was? Platziere die Leiter. Ja, wir ziehen wir die Leiter, klar. Wo denn? Was sollen wir machen? Ich bin echt. Okay.
Ja, das nehmen wir. Natürlich. Wir gehen jetzt aufs Dach. Ich muss auch einmal schnell... Gut. Könnt ihr machen, was ihr wollt da unten. Spiele die richtige Melodie. Du hast die falsche Melodie gespielt. Okay. Ach, gut. Man muss auch rot, blau, grün. Wurde angezeigt. Ja, da ist es. Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Blau, rot. Okay, wahrscheinlich grün habe ich am Anfang dann nicht gesehen. Grün, rot, blau. Und da ist ein Außerirdischer. Wenn ich mit Außerirdischen spreche, sind auch keine Zombies. Na, natürlich. Okay, doch, ich habe noch ein bisschen Muni. Ein bisschen was haben wir noch. So. Verstehe ich nicht. Übersetzer. Ich habe nur Übersetzer verstanden. Ich muss ihn wohl einschalten. Okay, schalte den Übersetzer ein. Ah, okay. Wir freuen uns, dich wiederzusehen, Mensch. Wir sind Speer von dem nahegelegenen Planeten Xoran. Willkommen auf unserem Planeten. Was genau sucht ihr? Wir sind auf der Suche nach neuen Technologien und Ressourcen für unsere Entwicklung. Und wieso habt ihr meinem Körper irgendwie helfen? Ne, da fragen wir doch erstmal um. Warum habt ihr meinem Körper rumgewühlt? Wir haben dich gefunden, herausgefunden, dass du ein außergewöhnliches Exemplar deiner Rasse bist. Und das ist in Ordnung. Wir wollten sehen, wie du funktionierst und deswegen haben wir einen kleinen Blick in dich geworfen. Seitdem fühle ich mich etwas seltsam. Deine Zukunft liegt in unseren Händen. Das wirst du eines Tages verstehen. Du wirst sehen. Okay, hoffentlich ist das schon bald. Ich kann es kaum erwarten. Und dann sind wir noch auf der Suche. Okay, kann ich denn irgendwie helfen? Wir können etwas Hilfe gebrauchen. Wir haben von eurer neuen Spezies mutierter Menschen gehört. Zombies. Diese Spezies ist sehr fortschrittlich. Erzähl mir mehr. Wir würden diese Art von Mutation gerne studieren, aber wir sind zu wenige, um das zu machen. Wir müssen 100 Proben sammeln. Ich repräsentiere Menschen, die euch helfen können. Gut, sprich mit deiner Spezies über den Austausch von unserer Technologien, Proben um mutierten und gewöhnlichen Menschen. Okay, schade, ich bräuchte Sprache auf 65, um... Ah, okay, dann würde ich nämlich wieder irgendwie was bekommen, um... Ja, schade. Geht vielleicht beim nächsten Mal. Naja, okay, da bin ich noch weit von weg von 65. Aber egal. Irgendwann kann ich da auch mehr Skills rausholen. Also machen wir es ganz normal. Ich gebe die Information an meine Kollegen weiter. Lebe lang und friedlich. Abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Zack. Oh ja, jetzt geht es wirklich ein bisschen schneller, weil wir ein Auto haben. Cool. Ja gut, der Ladebildschirm bleibt gleich, aber dadurch, dass man schneller über die Map geht, ist es gar, also halb so wild, weil 50% schneller ist, ne? So. Durchsuche den Shop. Warte mal. Wo sind wir hier? Wieso? Ich flipp aus. Ich hab, also wirklich, Freunde, töte alle Zombies. Was soll das denn? Eins von vier? Wieso eins von vier? Ich habe gerade drei Zombies platt gemacht. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal hier in den Shop. Töte alle Zombies. Ja. Du kommst also von sonst wo.
Ach so, du kannst ja hier durchgehen. Oh. Ja. So, so, so. Nach hier, nach hier, nach hier. Repariere die Barrikade. Das machen wir. Wir schieben das Auto beiseite. Wir schieben die Stahlwand hoch. Okay, cool. Ich mache jetzt aber, glaube ich, einmal hier die Tante da hinten weg. Obwohl, da kommen immer mehr. Zack. Vielleicht bleiben die ja weg von mir. So, also jetzt wieder hier. Jawoll! 49 Zombies. Ja, Alter, lad nach. Wunderbar. Das war's jetzt aber wirklich. Einmal verdrückt, dadurch noch schnell eine andere Mission gemacht. Aber auch kein Problem, das ging auch sehr schnell. Einmal wieder hier die Barrikade aufgebaut, der Wall steht wieder und die heranströmenden Zombies vernichtet. Gut, das war's wieder mal mit dieser Folge The Walking Zombies 2. Ja, es wird kurios und kurioser. Also macht richtig Laune, das Spiel. Ist geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch das an. Aha. Okay. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Tschüssi.